Herzlich willkommen zur 30. Folge von Final Fantasy 8. Wir stehen auf dem Tor zur Hölle und ui, alle Charaktere sind auf Level 100. Zumindest die drei, die ich für den Rest des Spiels verwenden werde. Die Noah, Squall und Xel. Ich habe trainiert gegen Elviol und gegen die Gegner des Tors zur Hölle und dem Tor zum Paradies. Ja, ich zeige euch mal, was ich getan habe. Das sind die GFs. Wenn ich da alle besitze, die wir in der und in der nächsten Folge allesamt bekommen werden, gehe ich mal davon aus, werde ich dann nochmal zur Cocktailinsel fahren und dort AP farmen, weil das noch schneller geht als gegen Elviol. Ja, das sind erstmal die Kopplungen. Bevor wir gegen Ultima Weapon kämpfen oder gegen Omega Weapon spätestens, werde ich mir mal angucken, dass ich die so kopple, die GFs, dass die einzelnen Kopplungen optimal sind. Sie hat das gekoppelt. Man sieht Ultima nicht mal an die Stärke gekoppelt, weil sie halt die magische Angreiferin ist. Sie hat auch Geist und Magie Plus. Das sind ihre Fähigkeiten derzeit. In wichtigen Kämpfen kommt dann hier natürlich Magie Plus 40% hin. Ich brauche auch nicht mehr ziehen, weil wir alle Zauber besitzen, außer Ultima. Also Xel sieht so aus. Er hat alles gekoppelt. Sogar eine Glückskopplung besitzt er, diese Fähigkeiten. Autohast, sehr, sehr geil. Auch kein Draw-Command mehr. Er kann dafür noch drawen, weil wir später noch eine GF von einem Gegner ziehen müssen. Und er hat diese Fähigkeiten. P plus 40% reicht hier vollkommen aus. Wenn ich später mal leichte Gegner habe, tue ich vielleicht Geschick plus 40% reinbauen. Ja. So, das sind seine Zauber. Also, die haben keinen Tod mehr an den physischen an den Zustandsangriff gekoppelt, weil wir jetzt keine Zufallskämpfe mehr machen werden durch Gegner 0% und die Bosse sind dagegen nicht anfällig. Deswegen habe ich es an die ZU-Verteidigung bei jedem gekoppelt. Ja. Dann sehen wir hier die optimale, beste Waffe Shooting Star, Löwenherz, Ehrgeiz. Er hat auch die optimale Waffe, Exitor. Die beiden nicht. Aber eigentlich ging es mir nur um die ersten. Bei ihm war es auch nicht wichtig, das ist halt einfach so dazugekommen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Achso, ich habe jetzt hier Ability Shop. Ich habe den Aether Shop freigeschalten. Also man muss ab und zu mit Cloud Shop reden und irgendwann geht er auf. Das habe ich jetzt geschafft. Unterscheidet sich vom normalen Aether Shop eigentlich nur daran, dass es jetzt hier Elixiere zu kaufen gibt. Was ist noch neu? Eigentlich nichts. Achso, ich habe noch... Achso, und ich habe aber jeden Zauber 100 Mal, den ich brauche, außer er hat jetzt noch kein 100 Mal Ultima, er hat 92 Mal und er hat es einmal. Das ist aber nicht so schlimm, denn ich habe hier folgende Items. Ultima-Sterne 15, jeweils einmal Ultima und 42 Energiekristalle. Kann ich dann später mit einem Superwandler von einer anderen GF zu 3 Ultima jeweils wandeln, dann hat jeder 100 Mal voll. Dann brauchen wir keine Zauber mehr ziehen. Ja, so, dann haben wir hier... Megapille 2 kann man sich bauen, indem man 10 Megapillen mit Alexanders Medizinwandler zu einer Megapille 2 wandelt. Haben wir 6 Mal. Das ist noch wichtig gleich. Wie waren die anderen Gegenstände gewesen? Dann habe ich 6 Morbol-Fühler irgendwo hier. 9 Stück habe ich davon, genau. Und kommt man von Morbol? Ich habe Glück gehabt, dass einmal Odin kam und ihn direkt umgewämst hat. Und Eisenrohre brauchen wir auch. Eisenrohre müsste ich auch genug haben. Eisenrohr haben wir hier 9, ich brauche nur 6. So, deswegen können wir jetzt einfach mal den Salomon-Ring verwenden. Habt ihr mich gerufen? Mein Name ist Doomtrain, der Zug des Verrücktseins, des Wahnsinns. Ich werde euch helfen. Damit haben wir jetzt sofort die drittletzte GF. Das war Doomtrain. Der kann das. Und lernt noch das. Auto Shell. Ziemlich geil. Kann Junk Shop. Das heißt, wir können jetzt, brauchen uns nicht mehr irgendwie in andere Gebiete gehen. So, anfeuern. Elementabwehr mal 10. Mach es mal anfeuern. Wem koppeln wir denn das? Wer hat denn noch keine 4x ZU ab? Du hast 4x Elementabwehr. Du hast beides nicht. Das wäre eigentlich hier vielleicht sinnvoll. Und da. Würde ich sagen, kriegt Squall Doom Chain. Ändert sich ja nichts erstmal. Also haben wir jetzt Doomchain gebaut. So, was steht noch auf meiner Liste? Ansonsten eigentlich soweit alles durch. Doomchain, Irwin Waffe, Aether Shop, Ultima Stein. Ja gut, dann machen wir jetzt mal weiter mit dem, wie angekündigt, Obersee-Quest. Und zwar müssen wir dazu zum Obersee fliegen. Der ist nördlich von Timber. Hier. Diese kleine Landzunge da. So, das ist
der erste Teil der Folge sein, der zweite Teil wird die Chocobo-Wälder sein, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. So. Hier müsste irgendwas sein. Achso, es muss der Obersee sein. So, einen Stein werfen oder vor sich hin summen. Und wir machen vor sich hin summen. Im Wasser erscheint ein Schatten. Einen Stein werfen. Schwarze Schatten ist verschwunden. Einen Stein werfen. Stein springt dreimal. Vor sich hin summen. Nochmal vor sich hin summen. Guten Tag, lieber Mensch. Ein schönes Lied. Da ist etwas Großes. Danke, dass du mich wieder angesprochen hast. Kannst du mir einen Gefallen tun? Nur zu. Kannst du mir helfen, meinen Freund, den Affen, zu finden? Bitte. Der Affe ist irgendwo in einem Wald. Du musst nur rumlaufen, dann triffst du ihn. Also sollst du einen Affen suchen. Und wo wir jetzt hin müssen. Nordwestlich von Dollet in einem Waldgebiet. Das müsste ja dann das hier sein. Da ist Dollet, dann müsste das ja hier dieser Wald sein. Da ist ein Affe. Singen oder einen Stein werfen? Das ist ja grässlich. Der Affe verschwindet im Wald. Einen Stein werfen. Ist ja grässlich. Okay, das funktioniert noch nicht so. So eine kleine Quest, wenn ich jetzt alleine gespielt hätte, hätte ich das gar nicht gemacht. Aber wir machen es jetzt mal der Vollständigkeit halber. Ich weiß gar nicht, was die Belohnung ist. Vor sich hin summen. Hallo. Der Ort, wo sich der Affe aufhält, mitgeteilt. Danke. Ach ja, genau. Küste von Wellamp werden gelegentlich wertvolle Sachen an Land gespült. Ach ja, kennst du die folgende Geschichte? Rastlos in Erdwig. Bestimmt ein schöner Ort. So. So, jetzt gucken wir mal. Also, als erstes ist der Strand von Wellamp. Wir sollen jetzt bestimmte Steine an den jeweiligen Orten suchen, die uns mitgeteilt werden. Als erstes ist der Strand von Wellamp. Also hier. Wo liegt ein Stein? Scheint ein stinknormaler Stein zu sein. Es sieht künstlich aus. Etwas steht drauf geschrieben. Eizi-ler. Ist das ein Teil des Ganzen? Damit haben wir diesen Stein. Wieder zurück zum Schatten. Ich bin Level 100, ich freue mich schon auf bald auf Ultima Weapon, aber jetzt müssen wir uns ein bisschen sowas hier rumschlagen. Vor sich hin summen. Hallo, Hieroglyphen auf einem Stein? Ich glaube, der Affe besitzt auch seinen ähnlichen Stein. Ja, genau, auf der Insel. Westlich von Timba soll auch etwas sein. So. Westlich von Timba. Timba ist hier. Westlich ist hier. So, Moment. Aber das ist nicht diese Insel, sondern diese hier. Irgendwo wird es hier schon sein. So. Also dieser Stein sieht dem anderen ähnlich. Dann gucken wir mal. Das ist der zweite Stein.
erstes Chocobo-Quest gemacht haben, könnten wir die ganze Zeit mit dem Chocobo reiten, würden uns das Fliegen sparen. Was das wohl bedeuten mag? Ein schöner Tag. Ach ja, kennst du die folgende Geschichte? Rastlos in Erdwig. Rast auf einer Eisenbahnbrücke, was das wohl bedeuten mag? Ja genau, auf dem Berg, wo sich die Grotte mit dem See befindet, soll auch etwas sein. So. Gemeint ist das Plateau über dem Wasserfall, westlich vom Obersee. Wo ist denn hier ein Wasserfall? Hier ist ein Wasserfall. Den Rand der Klippe absuchen, bis die Gruppe auf ein Vogelnest stößt. Ich glaube eher, das wird da hinten sein. Vogel brütet Eier aus, hinein dann. Da kämpfen. Die Gegner sind jetzt natürlich auch auf Level 100. Ja genau, Angel-Fähigkeiten hat Noah mittlerweile auch alle gelernt. Die halten auch nicht mehr viel aus. Ich habe jetzt Saugen bei Squall an den ZU-Angriff gekoppelt, das heißt, der zieht die AP, die an den Gegnern abzieht, bekommt er selbst gut geschrieben. Weil er 100% Saugen hat, bekommt er auch 100% davon. Sieht künstlich aus. Atmo-Twin. So, haben wir diesen Stein. Zurück zum Obersee. Ihr merkt, wir sind bisher immer auf dem gleichen Kontinent geblieben. Das könnte eine Bedeutung haben. Muss aber nicht. Ja, erzähl mir das später. So, was das wohl bedeuten mag. Wir warten, bis er uns den nächsten Tipp gibt. Ich glaube, der Affe besitzt auch seinen ähnlichen Stein. Wenn man diesen Hinweis erhalten hat, muss man zunächst so viele Steine in den Obersee werfen, bis die Meldung erscheint, dass der Schein unzählbar aufgesprungen ist. Anschließend fliegt man zurück zu Mr. Monkey und wirft zwei Steine nach ihm. Okay, also speichern wir es mal. Stein springt 5-mal. Stein springt 4-mal. Ein bisschen dauern. Ich weiß, wie lange das dauert. Das Sprengen springt so oft, dass man nicht mehr mitzählen kann. Perfekt. Wir müssen wieder zu unserem Affen freuen. Stein werfen. Wow, verdammt, du bist nicht so toll, wie du denkst. Ich kann den Stein endlich oft auf dem Wasser hüpfen lassen. Idiot, Blödmann, Schwachkopf, du blöder Esel. Der Affe motzt und verschwindet im Wald. Nochmal. Autsch, verdammt, das wirst du noch bereuen. Der Affe wirft einen Stein und flüchtet. Auf dem Stein, den der Affe geworfen hat, steht etwas geschrieben. Das scheint wohl alle zu sein. Was das wohl bedeuten mag. Mal sehen, was das zu bedeuten hat. Vielleicht wird uns der
Schatten am Obersee einen Tipp geben? Hallo, die Steine scheinen komplett zu sein. Ist das wohl bedeuten mag? Also wenn man das jetzt einzeln liest, also ich klicke mal ins Bild, das müsste man sehen. Hier ein Schatz ist in Moljet vergraben, könnte das bedeuten. Das könnte es nicht nur bedeuten, das bedeutet es auch. So, gucken wir mal, wo die Moljet-Ebene ist. Moljet-Ebene, nördlich von Ester. Sehe ich hier gar nicht. Achso, doch, okay. Moljet-Ebene, das ist... Also jetzt verlassen wir den Kontinent, wie ihr seht, und gehen woanders hin. Das könnte die Moljet-Ebene schon sein? Oder ist das noch das Nordisgebirge? Ne, ist schon die Moljet-Ebene? Was wir jetzt hier machen sollen, aber ringsherum liegen unzählige Steine mit Eingravierung verstreut. Der schwarze Stein sagt, der Schatz liegt in Richtung des Polarsterns. Moment, hier steht, was wir machen sollen. Achtet besonders auf die Hinweise der roten Steine. Um Schatz zu finden, muss man das Gegenteil von dem tun, was die roten Steine sagen. Erhält man beispielsweise einen Tipp, nach Norden zu laufen, wäre es klüger, anstattdessen ein paar Schritte südlich Richtung zu machen. Schließlich bekommt man den Hinweis, dass der Schatz an der Stelle, wo er steht, nicht vergraben sei. Dann ruft die Stelle erneut, um ein Dreigestirn zu erhalten. Da ist einer, der nur lügt. Ich will einen roten Stein finden. Der Schatz liegt im Süden. Gehen wir nochmal nach Norden. Der Schatz liegt im Süden. Der Schatz liegt im Westen. Gehen wir nochmal nach Osten. Schatz liegt im Süden. Dann gehen wir jetzt mal nach Norden. Nennt uns die lügenden Steine. Der Schatz liegt in Richtung... Schatz liegt im Norden. Dann müssen wir jetzt wieder nach Süden. Wollt ihr mich verarschen? Schatz liegt im Osten. Dämlich komme ich mir schon vor. Schatz liegt im Norden. Wie komme ich vor, bis ich wieder zurücklaufe? Jetzt hier wieder was sein. Schatz liegt im Westen. Schatz liegt im Norden. Schatz liegt im Westen. Schatz liegt im Norden. Jetzt laufe ich, glaube ich, wieder zur selben Stelle wie gerade. Schatz liegt im Westen. Also im Osten wieder. Ich weiß nicht, was die anderen Steine zu sagen haben.
keiner mehr. Schatz liegt im Süden. Irgendwie kommt hier auch nichts mehr. Jetzt sind wir schon raus aus dem Samoldred-Ebene. Jetzt die ganze Folge einen komischen Stein. Sehe ich hier die Ebene, wo das ist? Ich guck mal im Internet, ob ich hier sehe, wo es das gibt. Das ist ein anderes Quest, das brauchen wir später. Vom Obersee. Rastlos in Erdwig. Das machen wir später. Die Steine. Schatz liegt im Süden. Oh Mann, ey. Schatz liegt im Osten. Das kann natürlich sein, dass es jetzt... liegt im Westen. Sind wir wieder nach Osten, oder was? So, ja, das ist der Tipp. Es gibt einen, der mal dasselbe sagt. Das ist der, der sagt, der Schatz ist nicht hier, und da ist der Schatz. Schatz liegt im Süden. So, die Steine sagen auch jedes Mal was anderes. Schatz liegt im Osten. Schatz liegt im Norden. Frage, wie lange wir jetzt hier noch suchen sollen. Kommen keine Steine mehr. Irgendwann müsste ja ein roter Stein mal sagen, der Schatz liegt hier nicht. Im Westen, im Osten, im Süden, im Norden. Westen. Vielleicht gehe ich auch zu große Schritte immer, ich weiß es nicht. Absolute Fail-Folge hier. Also, ich gebe noch 20 Sekunden.
Alter, was sagt der Schatz? Ist nicht hier. Das ist doch Dreigestirn gefunden, na endlich. Haben wir das auch geschafft? Was ist denn ein Dreigestirn? Öko-Trippel. Also automatischer Trippelzauber. Wäre ja eher was für Renoir. Was hat sie denn für GFs gekoppelt? Item. Vergiss mal nicht. Vergiss mal Jaw. Ganz nur Öko-Trippel. Kann ich ihr jetzt also geben. Dann ist sie automatisch im Trippelzustand. Ne, verbraucht nur eine Zaubereinheit. Ist das nicht dasselbe? Nochmal zurück zum Obersee. Gibt noch ein kleineres, kleinen weiteren Teil. Das ist dieser andere Rastlos in Erdwig, was er da erzählt hat. Ich habe das Obersee-Quest damals nie gemacht. Ich habe das immer albern empfunden. Es ist nicht albern, aber es ist mitunter relativ nervig. Kennst du die Folge Rast auf einer Eisenbrücke? Was das wohl bedeuten mag? Rastlos in Erdwig. Erdwig-Halbinsel, die ist nördlich von Berla. Okay. Dem Trabia-Kontinent. Also Trabia und Estas für mich ein Kontinent, aber ist aufgeteilt. Dieser Teil hier ist Trabia. Estar ist dann das unterhalb des Moldrid-Gebirges, wo wir gerade waren. Dort finden wir eine unsichtbare Steinsäule auf der Erdwig-Halbinsel. Na, dann bin ich ja mal gespannt, ob wir die wirklich finden. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Das ganze Gebiet hier abzugrasen. Okay, das ist nicht mehr die Erdwig-Halbinsel. Guck ich mal, wo sollen wir die denn finden? Ah, das sieht doch am ehesten danach aus. Moment. Dann müssen wir hier in die eine Ecke. Also laut dem Bild müsste das hier sein. Tatsächlich. Und genau wie man sieht, steht etwas geschrieben. Rayan von Timbongso. Tatsächlich. So. Jetzt nehmen wir mal Rast, weil Rastlos in Erdwig war das Tipp. Deswegen nehmen wir mal R, A, S und T weg und da kommt, bleibt übrig ein Fund in Bongo. Und deswegen fliegen wir jetzt zur Bongo-Insel. Hier lang fliegen, komm mal schneller. Bongo-Insel ist nördlich der Kaktor-Wüste. Südlich von Estar, südwestlich. Sehen wir, ihr seht, wo wir hinfliegen. Das ist diese kleine Insel, die man hier sieht. Das war diese hier. Auf dieser Insel uns jetzt umschauen sollen. Das müsste ganz hier in der Nähe sein. Es ist doch Glücksbuch gefunden. Okay, wir haben auch die Errungenschaft Obersee-Geheimnis gerade freigeschalten. Das heißt, wir sind mit dem Obersee-Quest fertig. Mehr gibt es nicht. Glücksbuch bedeutet, wir können Glück koppeln. So, wir
Wer hat denn noch keine Glückskopplung? Du nicht und du auch nicht. Ich würde es eher Squall geben. Was hast denn du für GFs? Dann gebe ich das doch direkt Tombury. So, hier kann man ganz gut Aura koppeln ans Glück. Sel genauso gemacht. So, soviel zum Obersee-Quest. Ich sehe schon eine halbe Stunde wieder rum. Uiuiui. So. Was habe ich denn noch vorbereitet? Das andere sind die Chocobo-Wälder. Wald der Anfänger, da waren wir schon. Wald der Grundlagen wäre der nächste. Also mache ich die Chocobo-Wälder weiter. Wald der Grundlagen. Südlich vom Wald der Anfänger. Solbad Eisebene. Okay. Finden wir, denke ich mal, auch relativ fix. Das heißt, hier einfach südlich vom Schumidorf auf der Insel. Und zwar hier. Und hier sehen wir auch schon den Chocobo-Wald, den ich suche. Hallo, du brauchst wieder einen. Erstmal herzlich willkommen. Auch keine Erklärung. Schoko so nah. Wie hat denn der funktioniert? Nicht mehr, wie das Ding funktioniert hatte. Gibt es ja hier gar keine Ausschläge. So. Denn das? Ach, zur Not zahle ich dem nochmal das Geld, soll er mir sagen, wie das funktioniert hat? Erzähl mal. Ah, das wissen wir schon. Einfach B2 gedrückt, okay. Okay, B2 gedrückt halten. Frage, was war denn jetzt B2 gewesen? Ah, okay. Ein bisschen wie das Quest in Final Fantasy 9. So. Chocosonar.
glaube, das Ziel ist, dass am Ende ein einziges übrig bleibt. Schokozack. Schokosonar. Schokozack. Schokosonar. Und Schokozack. Ja, so funktioniert es natürlich nicht. Nee. Ich glaube, ich habe es verstanden. Falscher Knopf. Ich hatte dich gewarnt. So, jetzt die nächste Flöte. So. Schokosonar und Schokozack. Perfekt. So. Damit sich das Schokobo-Muttertier erscheint. Ist das Muttertier da? Den Schatz. Habe ich damals gar nicht gesucht im anderen. Schokozack. Leersteine halt. Das hat funktioniert. Der Chocobo hat euch sein Schatzgeschenk. Das ist ein Treuesiegel. Chocobo ist nicht so weit, damit ich als Freund akzeptiere. Jetzt brauchst du nicht jedes Mal nach ihm zu suchen. Okay. Ich glaube, da müssen wir nochmal zum ersten Schatz fliegen. Was sagt denn die Zeit? Uiuiui. Immerhin. Im ersten Schatz habe ich damals nur den Chocobo mitgenommen und nicht den Schatz. Das war bei Final Fantasy 9 damals schon so ein bisschen nervig, dieses ganze Chocobo. Ich mag die eigentlich nicht. Bei Final Fantasy 7 das Züchten der goldenen Chocobos und das ganze Rennen, der Gewinn der Rennen. Ein Gold Sorcerer ist auch nicht so meins. Ach genau, hier haben wir auch noch keinen Schatz gefunden. Das heißt, der Chocobo steht nicht zur Verfügung. Jetzt weiß ich mittlerweile wieder, wie es funktioniert. Hier können wir auch wieder den Schokozack probieren. Verschwinden natürlich wieder alle. Jetzt kommen wieder alle drei. Das ist nicht so prickelnd.
Schwupp und zack. Nur ein einziger, okay. Okay, haben wir sie wieder da. Suchen wir mal nach dem Stein, nach dem Schatz. Es gibt 6 von diesen Wäldern, die wir schaffen müssen. Sehr schön. So. Dann wäre das der zweite Wald. Der dritte ist auf der Nektar-Halbinsel. Wald der Einsamkeit. Genau dieser Zipfel im Centra-Kontinent oben rechts, also Nordosten, dieser kleine Zipfel da unten im Centra-Kontinent, da fliegen wir jetzt hin. Da sieht er mit der Bellum Garden, den können wir theoretisch auch noch nehmen, müssen wir nach Fisherman's Horizon fliegen und dann können wir dort von dort aus in den Garden einsteigen und mit dem Garden wieder umherreisen, wenn es danach sein sollte. Hallo? Das wird immer schwieriger zu finden. Erstmal gar nichts. Gibt es hier irgendwas? Ich glaube, also bisher sieht es eher mau aus. Zeit im besten Spiel der Welt mit sowas hier verplempere. Ich habe mir auch nicht träumen lassen vor dem Let's Play, aber diese Quest hier, genau wie Obersee-Quest, das habe ich noch nie gemacht. UFO-Quest habe ich immer gemacht, wegen der Koyo-Koyo-Karte. Das Quest hier. Ich weiß, dass ich auf CD4 einen Schokobo brauche, um den... Soll man nicht so viel verraten. Bisher sehe ich ja noch gar nichts. Hier war da gerade was. Ist nicht hier gerade ausgeschlagen? Bin ich denn blöde? Was ist denn das hier? Was ist das hier für ein Bild? Hier war es gerade. Das habe ich hier nämlich mit dem Internet. Stelle im Visier. Wenn noch nicht ganz erfasst. Ja. Die Stelle war es nicht. Ja, komm, gib her. Ja, wo genau soll denn diese Stelle hier sein? Hier.
endlich. Wegbekommen aus dem Weg. Denn der steht nämlich genau auf dem Schatz. Der steht genau da, wo der Schatz ist. An dieser Stelle hier gerade keine Viereck drücken, weil er wahrscheinlich das Spiel noch nicht geladen hat, dass der Typ weg ist, und im Endeffekt konnte ich deswegen nicht Viereck drücken, weil die wahrscheinlich den Typen auch dort als gesehen haben. Sehr schön. Ich hab's erst gefunden, ich konnte es nicht klauen, was ein Treuesiegel ist. Wenn ich auf den Zuckertag spiele, bewirkt es nichts. Ich will auch als Freund akzeptiert werden. Der dritte Wald. Wald der Trennung ist der nächste. In der dicke Eisebene. So, sind die jetzt eigentlich immer da, wenn ich hier reingehe? Ja. Dicke Eisebene. Okay, das ist ein riesiges Gebiet. Mal gucken, ob wir den finden. Das ist da, wo der Travia Garden steht. Hier. Das ist schon der Chocobo-Wald. Mal einen Schluck trinken. Den Wald machen wir jetzt noch. Na, weil dann in der nächsten Folge. Keine Erklärung bitte. Aha. Schokozack. Ich glaube, ihr verschwindet beim besten wieder alle. Laut Lösung ist hier die zweite Stelle, genau. Da ist auch schon das Muttertier. Dann der Schatz. Das ging fix. Shellstein und Holystein, genau. Der Chocobo hat auch seinen Schatz geschenkt. So, es tut mir leid, dass die Folge halt relativ langweilig ist, aber dann haben wir die Sidequest. Beim nächsten Mal machen wir ein sehr, sehr spannendes Sidequest auf das. Freue ich mich schon auf die Forschungsinsel. Deswegen wollte ich eigentlich unbedingt diese Chocobo-Jagd heute abschließen. Dass wir nicht beim nächsten Mal wirklich uns intensiv mit der Forschungsinsel beschäftigen. Und eventuell schon mit der Lunatic Pandora anfangen. Kartenquest wird wahrscheinlich, wenn ich, mache ich vielleicht offscreen, wenn ich für Ultima Weapon, für Omega Weapon, wenn ich da ein paar schönere Dinge brauche, wie zum Beispiel Heiligen. Tränke oder Göttertränke. Wald des Spiels.
Herzlich willkommen. Hier müssen wir ein bisschen mehr machen. Müssen wir viermal den Schokozack betätigen. Zweite Stelle sollte hier sein. Genau. Schokozack. Schokosonar. Dritte Stelle ist hier. Wir machen das jetzt mit Komplettlösung, wie ihr seht. So, der ist jetzt gekommen. Ich wollte sagen, irgendwo fehlt da noch was. Schokosonar. Schokozack. Perfekt. Bitte ausgraben. Meteor, Flair und Ultima Stein. Ja, die ganzen Steine außer Ultima brauchen wir alle nicht mehr. Wenn wir sie natürlich einsetzen können als Items. Also Ultima Stein wäre einfach ein Ultima Zauber im Kampf. So, vielen Dank. Das war der fünfte. Und der Wald der Umzäunung ist südöstlich von der Kaktorinsel. Estar Tagebirge. Da sind wir gleich, da sind wir in der Nähe, das passt. Mal, wo genau? Ah, hier. Sagt die Zeit, dass wir den noch mitnehmen. Die Zeit sagt, wir nehmen den noch mit. Wald der Umzäunung. Oh, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Und mit Komplettlösung ist das alles kein Problem. So, das ist die zweite Stelle. Schokozack und Sonar. Dritte Stelle. Also für die, die es immer noch nicht begriffen haben, das Ziel ist immer, dass ein Schoko pro Kit übrig bleibt. Jetzt sind wir drei da. Und das ist direkt wieder verschwunden. Wenn ich mit die Karte brauche, ich eigentlich gar keinen Schokosonar mehr. Nee. Jetzt passt was nie so, wie ich das gedacht habe. Noch mal gucken. Schokozack. Falsche Stelle. Schokobussen aber auch ganz schön dreist, wenn die mir die Flöten klauen. So.
Ja, dass der auch wieder abhaut, gefällt mir nicht. Jetzt hier wieder drücke, kommen sie wieder. Hauen sie nicht alle ab. Falsche Stelle. Oh Mann. So. So, ja, gib mir mal eine neue Flöte bitte. Hauen wieder alle ab, oder? Ja, ich. Jetzt haut er wieder alleine ab. Muss ich doch noch mal gucken, wie man das hier macht. Also, FF8. Chocobo Wald Guide. Ich könnte natürlich jetzt selber überlegen, wie das funktioniert. Gibt mir jetzt auch die Lust. Also fangen wir mal an. Punkt 1. Okay. Ich habe die ganz falsche Stelle vorhin genommen. So, das ist Punkt 3. Ah, okay. Bleibst du hier? Ah, okay. Haben wir das auch geschafft? Da war ich an die ganze Zeit an der falschen zweiten Stelle. Hat ja eine Karte nicht eindeutig gewesen. Buddel du mir bitte nochmal hier den Schatz aus. So. Jetzt haben wir in jedem Wald unsere Chocobos zu Freunden gemacht. Und in der nächsten Folge werden wir ins Chocobo-Heiligtum fahren. Und dann gehen wir in die Forschungsinsel. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.